Hi, ich bin hier gerade in den Berchtesgadener Alpen unterwegs. Da hinter mir und unter mir könnt ihr schon sehr schön das Watzmannhaus liegen sehen. Wart ihr denn auch schon mal hier in der Ecke unterwegs? Vielleicht habt ihr auch schon mal die Watzmann-Überschreitung gewagt. Schreibt uns eure Tipps und Erfahrungen gerne unten in die Kommentare hinein. Und ansonsten zeigen wir euch jetzt, wie man genau hier hinkommt. Schaut super mystisch aus hier, oder? Super schöne Stimmung hier morgens am Königssee. Wie immer ist hinter der Kamera auch wieder Felix mit dabei. Hallo Felix. Servus. Ich glaube, es wird heute ein super Tag, oder? Ich glaube auch, wenn sich erstmal dieser morgendliche Nebel verzogen hat, dann erwartet uns wahrscheinlich strahlender Sonnenschein darüber. Wir starten heute ziemlich genau am Ufer des Königssees und werden jetzt hier als erstes in Richtung Grünstein aufsteigen. Dann geht es weiter bis zur Kyroin-Alm. Bis dahin ist der Weg noch relativ einfach, danach folgt aber ein spektakulärer, drahtseilversicherter Steig. Und dann die letzten Meter geht es steil im Zickzack zum Watzmannhaus nach oben. Das Video heute wird übrigens präsentiert von unserem Partner Relog. Das ist hier diese Smartphone-Sicherung, die ich dabei habe. Stelle ich euch nachher genauer vor. Auf geht's! Da vor uns ragt schon der Grünstein auf. Der liegt schon in der Sonne. Ich hatte den Weg damals schon, als wir hier zum Grünstein-Klettersteig zugestiegen sind, als extrem steil in Erinnerung. Und er ist genauso steil geblieben. Hier gab es dann die Abzweigung, wo man zum Klettersteig noch die letzten Meter aufsteigen musste. Und dann geht es bald ganz krass die Felswand nach oben. Heute laufen wir außen rum, da ist es dann nicht so schwindelerregend. Es ist voll schön, in dieser malerischen Herbststimmung aufzusteigen. Schaut mal, die Blätter verfärben sich schon langsam. Die hier sind jetzt schon sehr, sehr gelb. Manchmal sind sie sogar schon orange. Es ist wirklich einfach wunderschön hier im Wald gerade. Hier sieht man richtig schön den Watzmann. Und schaut mal, es wird nicht nur Herbst, es wird auch Winter, so wie es aussieht. Da oben liegt nämlich schon Schnee drin. Wir haben mittlerweile schon knapp 800 Höhenmeter zurückgelegt und sind mittlerweile auch raus aus dem Wald gekommen. Seitdem ist der Weg auch ein bisschen ebener und vor allem aussichtsreicher geworden. Wir sind jetzt hier gerade an der Kyroin-Alm angekommen. Hier könnte man jetzt kurz einkehren, wobei ich auch schon unser eigentliches Ziel in Sichtweite habe. Das thront dann nämlich, wenn man da so zwischen den Bäumen mal durchschaut, auf so einem Vorgipfel ganz krass vor dem Watzmann. Wie idyllisch das Kapellchen hier liegt. Und dahinter gehen direkt die Felswände steil nach oben. Laut Wegweiser sind es jetzt noch 2 Stunden und etwa 500 Höhenmeter. Steine und Wurzeln hier sind ein bisschen klitschig, sind schon ein bisschen speckig geworden vom vielen Drüberlaufen, muss man ein bisschen Acht geben. Schön hier, wir haben jetzt auch eine Aussicht da ins Tal runter. Dahinter mir der schneebedeckte Riesengipfel, das ist der Hohe Göll. Hier muss man schon fast so ein bisschen die Hände zu Hilfe nehmen. So leichtes Kraxeln angesagt.
Das hier ist so Terrain, da sind wir immer ganz froh, wenn wir das Relox-System dabei haben. Gerade Felix nutzt das ja sehr häufig irgendwie am Klettersteig, aber auch auf Wanderwegen, wenn es so felsig oder abschüssig nach unten geht. Ihr seht das nämlich, es ist wie so ein alter Skipasshalter und diese Schnur ist dann arretiert und da vorne hängt dann das Smartphone dran oder auch die GoPro und dann kann man hier in aller Ruhe filmen oder Fotos machen und im Fall der Fälle, wenn es runterfällt, fällt es eben nicht in die Tiefe. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, dann schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei, da haben wir euch das Relox-System verlinkt, da könnt ihr euch das auch selbst direkt holen. Weiter geht's! Hier gibt es jetzt sogar so eine Drahtseilversicherung zum Festhalten und die Aussicht bleibt spektakulär. Schaut mal, da ist der kleine Watzmann und da hinten die Watzmann-Kinder. Verdiente Pause, glaube ich. Ja. Ein Schaukelstuhl. Echt sehr nett hier so an der Pfalz. Man hat einen richtig schönen Ausblick. Allerdings sind wir ja immer noch nicht ganz oben. Das Watzmannhaus liegt dort. Ein paar Meter sind es noch bis hoch. Den Teil des Weges bin ich schon mal gegangen, damals vor einigen Jahren, als ich diese Watzmann-Überschreitung gewagt habe. Ich muss aber gestehen, ich freue mich jetzt drauf, das Ganze mal bei Tageslicht zu sehen. Ich bin nämlich damals so früh gestartet, dass ich das hier alles nur noch so in der Dämmerung wahrgenommen habe. Eine Stunde noch bis da hoch. Sieht schon stark aus, wie das Hochecke da einfach so aufragt. Das zieht sich noch ganz schön. Es ist so nah und doch so fern, kann ich dazu nur sagen. Hier ist es echt wichtig, ganz gemütlich und langsam einen Schritt vor den anderen zu setzen, sich nicht ständig von der Aussicht ablenken zu lassen und sich auch nicht beirren zu lassen, denn nur weil das nah wirkt, muss man hier jetzt nicht hochrennen. Wenn ihr gar nicht mehr könnt, noch ein extra Tipp, nehmt einfach eine gute motivierende Playlist, Kopfhörer mit, macht das wie bei einem Workout, einfach Musik rein und hoch. Wir haben das Ziel erreicht. Hier liegt es in all seiner Pracht. Willkommen am Watzmannhaus. Ich bin schon gespannt, was es zu essen gibt. Die Vorfreude steigt. Sehr schön eingeschenkt. Cheers. Zum Wohl. Wir haben hier jetzt noch Hüttenwirt Paul getroffen. Hallo Paul. Hallo, grüß dich. Was empfiehlst du uns zu essen? Von seiner Speisekarte generell eigentlich alles, aber besonders vor allem kann ich eigentlich das Forellenfilet, weil wir das auch von einer ganz kleinen Fischzucht bei uns aus dem Tal haben und finde ich sehr, sehr lecker. Und natürlich am Berg generell immer als Nachspeise. Kaiserschmarrn, genau. Du schläfst wahrscheinlich auch hier oben. Ja, genau. Wie oft warst du schon am Watzmann oben? Schon oft auf jeden Fall. Ich habe nie Mietzeit, aber natürlich in der Pause, wenn ich die Zeit habe. Weil hochreckt man mit Mittelspitze, je nachdem. Viele, die auf den Watzmann hochlaufen wollen, die übernachten ja auch zuvor hier am Watzmannhaus. Können wir mal einen Blick in die Zimmer werfen? Ja, völlig. Können wir auch gerne kurz hochgehen. Das ist jetzt hier das Lager. Es gibt aber auch Mehrbettzimmer und Zweibettzimmer. Und von hier hat man auf jeden Fall das Tourenziel für den nächsten Tag schon im Blick. Wir sind jetzt noch einige Meter in Richtung Hocheck aufgestiegen, weil man von hier nochmal einen schönen Blick von oben auf das Watzmannhaus macht. Die Watzmann-Überschreitung werden wir heute allerdings nicht mehr angehen, morgen auch nicht, denn da oben liegt schon einiges an Schnee und dadurch wird das einfach noch gefährlicher, als es eh schon ist. Aber ich finde, wir haben auch von hier schon eine richtig gute Aussicht. Ihr habt ihn ja zwischendurch schon gesehen, da hinten ragt der hohe Göll auf. Da, hinter dem Watzmannhaus im Tal, kann man Salzburg sehen. Dann geht es hier weiter zum Berchtesgadener Hochthron. Da führt auch ein ganz spektakulärer Klettersteig nach oben. Und da hinten diese imposante Spitze, die da aufragt, das ist der Hochkalter. Und für uns geht's jetzt zurück ins Tal. Alles
alles, was wir hochgelaufen sind, müssen wir jetzt auch wieder runter. Alternativ könntet ihr von hier auch Richtung Ramsau absteigen. Das ist eigentlich der direkte Weg nach oben und unten. Tja, wir müssen zum Königssee. Der liegt da irgendwo. Wunderschön, oder? Vor allem, wie jetzt gerade die Sonne noch so an den Bergen liegt. Und da hinten liegt dieser See so drin, wie in so einem Fjord. Wart ihr auch schon mal in den Berchtesgadener Alpen? Wenn ja, wie hat es euch gefallen? Schreibt uns das doch gerne mal unten in die Kommentare hinein. Und vielleicht habt ihr auch noch weitere Tourentipps für uns. Jetzt freue ich mich erstmal über jeden Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Denkt an das Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr sehen möchtet, wie es da hinten in St. Bartholomä aussieht, dann schaut gerne mal hier vorbei. Und es gibt auch noch einen richtig coolen Klettersteig hier in der Gegend. Viel Spaß beim Weiterschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.